Hallo und herzlich willkommen zurück im Let's Play Assassin's Creed Syndicate. Wir müssen jetzt ein bisschen Nachforschungen anstellen, was Derek mit der Politik zu tun hat. Und ich denke, das werden wir jetzt herausfinden müssen. Aber lass uns mal überraschen. Mein Geld wäre nicht echt, aber ich bin eine ehrliche Frau. Was ist passiert? Ihr Bruder. Was hat er diesmal getan? Die Zeitungen schreiben nur noch über Two Pennys Ermordung. Und, als wäre das nicht genug, hat jemand die offiziellen Druckplatten gestohlen. War das auch Jacobs Verdienst? Ich bezweifle es. Jetzt traut niemand mehr der Bank. Oder Englands Währung. Es gibt eine Inflation. Aufstände. Die Produktion verlagert sich in das Billiglohnland Amerika. Kurz gesagt, Britannien ist am Ende. Jetzt bist du wirklich ins Wespennest getreten. Was wäre, wenn ich die Druckplatten wieder in die Bank schmuggle? Ja, das würde helfen. Besser noch, es widerspräche den ganzen Geschichten über Two Pennys Ermordung und könnte das Vertrauen in die Wirtschaft wiederherstellen. Also abgemacht. Heute geht Britannien nicht unter. Oh, falls es keine Umstände macht, könnten Sie noch alles Falschgeld vernichten, das Sie bemerken, damit es nicht zirkuliert. Natürlich. Was denn sonst noch? Es ist wirklich sehr nett von Ihnen, dass Sie helfen. Folgen Sie mir. Das Falschgeld wird ganz in der Nähe ausgegeben. Nun, wenn man es Falschgeld nennen kann. Mit diesen Druckplatten ist es quasi unmöglich, die echten von den falschen Scheinen zu unterscheiden. Mr. Aberline. Wenn das herauskommt. Nun, ich habe es ja bereits gesagt. Wenn die Leute der Währung nicht mehr trauen, es kommt ja bereits zu Aufständen. Mr. Aberline. Dann gucken wir das mal an. Was muss ich denn identifizieren? Ah. Dann verfolgen wir den Herrn mal. Ihr zwei, folgt mir. Ich will auf dem Weg zum Wagen nicht überfallen werden. Die Falschmünzer. Hast du von den Aufständen bei der Bank gehört? Die können toben, wie sie wollen. Wir geben die Druckplatten nicht zurück. Was macht das für einen Unterschied? Ist denn so, als hätte er echtes Geld bei sich? Seit wir die echten Druckplatten haben, ist es echtes Geld. Hörst du die Menschenmenge? Klingt, als wäre ganz London auf der Straße. Das hat nichts mit uns zu tun. Ich fasse es nicht, dass Jacob die gesamte Wirtschaft in den Ruin treiben konnte. Vater hatte recht. Er handelt vorschnell und er bereut gar nichts. Okay, dann verfolgen wir ihn mal. Ich weiß nicht. Natürlich müssen wir wieder genug Abstand halten. Das ist auch schon mal schief gegangen. Alter, wie viele Leute da unterwegs sind, ganz im Ernst. Krass. Rückwärtsgang. Alter, das bewegt, die bewegen sich ja gar nicht. Zehn Jahre später, ey Mann, sind die lahm. Was machen die? Wo fahren die denn? Hauptsache alles kaputt machen. Hopp! Hallo Mädchen! Ja,
Ho, ho, ho. Ganz genau. Was passiert jetzt? Jeder könnte versuchen, hier reinzukommen. Kriegelt hier alles gut ab. Ja, Sir. Beschützt diesen Ort, als wäre er die Bank of England selbst. Wie Sie wünschen, Sir. Okay, dann gucken wir da mal rein. Erstmal hier hoch. Überblick verschaffen, was denn da so abgeht. Nein, ach komm. Ich finde, das hat ganz gut geklappt. Ups, verdammt, sie wissen jetzt auch da drin, dass ich da bin. Verdammte Scheiße. Na, wenn wir es so brennen, dann können wir es auch gleich die anderen, die Falschgeldmacher zur Strecke bringen. Jetzt sind alle fast tot, aber alle Leben sind noch geil. Alter, krank. Komm schon. So, dann können wir uns das jetzt in Ruhe angucken, weil wir eh alles schon getötet haben, auszusehen. Fail. So. Rein da. Und jetzt heimlich zurück in die Bank damit. Ganz heimlich. Das kriegen wir bestimmt gut hin. Nicht. Wo ist jetzt das Falschgeld? Da unten auch noch Geld gewesen. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich stelle es zur Sicherheit mal weg, dass nicht, dass es explodiert. Ich verbrenne das jetzt schon noch hier. Toll, das hat irgendwie nicht gezählt, toll. Gut. Aber hier unten ist kein Falschgeld. Also soll ich hochtragen können und das nochmal anzünden. Oh, das zählt doch gar nicht als Falschgeld. What the fuck? Das muss ich anzünden. So einfach, meine Fresse. Natürlich, wenn da direkt daneben was explodiert, dann, ja. Lächerlich, sag ich da nur. Es
So, jetzt muss ich da wieder zurück. Dürfte ich vielleicht da irgendwann mal aufsteigen? Danke. Komm schon! Auf geht's. Bewegung! Keine Zeit verlieren. Komm schon! Schneller! Ja! Die Zivilisten in die Bank lassen. Langsam! Was ist denn hier los? Sie da! Unterlassen Sie das auf der Stelle! Also, ich gehe nicht ohne meine Pfund, meine Chili und jeden meiner Pence, Sir! Okay, ich bin gar nicht da. Es steht in der Zeitung, das ist unser aller Ruin! Hier müssen Rede und Antwort stehen. Wie lasse ich die jetzt in die Bank? Es muss etwas geschehen. Ihr solltet euch verstehen. Wie komme ich da rein? Vielleicht da? Irgendwie? Keine Ahnung. Ehrlich gesagt, kein Plan, wie ich da reinkommen soll. Vielleicht einfach am Haupteingang ein bisschen Randale machen. Boah, kein Plan, wie ich da reinkommen soll. Da gibt es auf jeden Fall noch einen Synchronitätsteil. Nee, wie hießen die nochmal? Helix-Glitsche. Okay, da gehst du einfach rein. Okay. Ja, nee, das wird dann nur so ein Innenhof, wo man wahrscheinlich nicht ganz ins Gebäude reinkommt. Das ist schwer, dass er gut bewacht. Ah. Ich würde sagen, wir gehen einfach im Haupteingang rein. Und machen da ein bisschen Aufstand. Oder wir gehen einfach hier rein. Meine Güte. Keinen Mucks, wenn dir dein Leben lieb ist. So macht man das. So, als wären sie nie fort gewesen. Quatsch, gar kein Eindringling. So, wie kam ich da jetzt raus da hinten? Und ich bin raus. Juhu, wir haben es geschafft. Und zurück zu Everline. Boah, was wir jetzt hier verhindert haben, ist schon krass. Nur so eine Druckplatte, die eigentlich nur ein bisschen Geld druckt, ein bisschen Papier bedruckt. Und das verändert das Leben so vieler Menschen. Schon verrückt, die Welt, in der wir leben. Aber ja, so ist das nun mal. Geld halt einfach mal eine wichtige Sache. Universelle Tauschware. Los geht's, Everline. Sollte jetzt zufrieden sein. Gut, die Londoner Zeitungen schreiben, dass alles nur eine Ente war. Keine Aufstände mehr, Vertrauen in die Bank wiederhergestellt. Und endlich wieder eine ruhige Nachtschicht für mich. Miss Fry, ich kann Ihnen nicht genug danken. Sch-
schön, dass wir eine Katastrophe abwenden konnten. Auch wenn es Jacob ist, der mir danken sollte. Jacob. Oh, eine neue Schusswaffe, aber wir haben ja die mit Uplay-Punkten gekaufte Waffe. Die sollte schon am besten sein. Sieht auf jeden Fall am coolsten aus. Wir holen jetzt hier noch den Helix-Glitch. Oder ist der hier in der Nähe? Es soll schon in der Nähe sein, oder? Okay, da wird gar nicht angezeigt. Oder ist das so weit weg? Also ich glaube sogar nicht mal, gehört glaube ich nicht mal zu den 100%. What the fuck, wo ist der? Der ist zu weit weg, kein Bock so weit zu laufen. Okay, auf jeden Fall sehen wir uns im nächsten Part wieder. Wir haben jetzt die Katastrophe abgewendet. Die Wirtschaftskrise quasi. Und sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dann. Tschüss.